Eine neue CD präsentierte der Waidhofener Musiker Waldinho Langer im Plänkersaal. Eine tolle Musik, die sich aber nicht einordnen lässt, wie später Österreichs Top-Jazzer Wolfgang Puschnigg bestätigen wird. Ihre musikalische Reise hat Sie ja natürlich in sehr viele Ensembles geführt, kann ich mir vorstellen. Was ist eigentlich der Reiz, mit dem Ensemble von Walter Langer zu arbeiten? Ich glaube, es ist einfach der Walter. Walter ist halt ein spezieller Typ und hat für mich persönlich jetzt die ganze Herangehensweise und die Art, wie er das macht und wie er das handhabt, und wie er sich feiert, das hat einfach irgendwie, das hat eine Unschuld, die mag ich sehr gern. Es ist ja nicht ganz klassisch, so wie Walter an die Arbeit herangeht, und auch die Kompositionen sind etwas anders wie normal. Ja, aber das ist für mich, sowas mag ich gern, weil ich hab auch so gearbeitet zum Teil, ja. Also nicht auf die klassische Methode nur mit sofort was hinschreiben und dann das ausführen, sondern dass irgendwas entstehen kann, auch mit anderen zusammen. Ja. Walter Langer, wieder eine neue CD. Nach wie vielen Jahren? Ja, neun oder zehn Jahre sind das jetzt. So lange ist es schon her. Wieder mit bewährtem Team, mit Wolfgang Puschnigg. Es ist eine Reise geworden. Eine Reise, eine musikalische Reise, die eigentlich sehr viele Stile beinhaltet. Ist das eigentlich auch eine Recherchearbeit, sich an diese Vielfalt anzunähern? Es ist irgendwie so passiert, also es war nicht die Grundidee, ich sage jetzt machen wir eine CD, wo möglichst viele verschiedene Regionen werden, es ist dann zufällig so geworden, und auch der Titel, das Navigare, also es war nicht eine Grundidee da, dass man sagt, spielen wir jetzt sehr viele verschiedene Musikstile rund ums Mittelmeer nach Indien, es war eigentlich, es hat sich von selber ergeben sozusagen, und im Nachhinein betrachtet, haben wir sagen können, eigentlich ist das eine ziemliche Reise geworden, ne? Aber es war nicht das Grundkonzept. Wie würden Sie überhaupt die Musik von Walter Langer bezeichnen? Ist das Jazz? Ist das Weltmusik? Ist das gar nichts? Bezeichnungen, da tut man sich als Musiker selber so schwer mit Bezeichnungen, weil das sind immer dann so fest abgesteckte Zonen und das gibt es in der Realität von der Musik eigentlich nicht wirklich. Ja. Was kann man es beschreiben? Es ist einfach eine Musik, so wie er sich die in seiner Fantasie ausmalt und die er gern hören will und kommt von, natürlich von der Gitarre her, weil das ja sein Instrument ist. Aber jetzt Weltmusik oder Jazz oder es ist eigentlich völlig egal. Ich glaube, letztendlich geht es darum, wenn das jemanden erreicht und dem ein angenehmes Gefühl gibt, dann ist ja eh schon gewonnen. Es ist dann wurscht, wie es heißt, eigentlich. Letztendlich.
Ja, Sie haben eine besondere Art, erstens einmal zu komponieren, die ist nicht ganz alltäglich und auch die Studioarbeit wird sich wahrscheinlich genauso anfühlen, dass sehr viel im Studio dann selbst passiert. Ist auch der Zweck, der Sinn der Sache, dass das Studio möglichst live gespielt ist. Also wir sind alle nicht eigentlich begeistert davon, dass man eine Nummer tot spielt, bis sie endlich hundertprozentig ist. Man kann ja heute mit modernen Methoden auch Kleinigkeiten richten, aber es soll auch im Studio eine Live-Musik bleiben und sein. Also Modell Buschnick, glaube ich, ist so, dreimal spielen, wenn es bei dreimal nicht klappt, dann können wir es eh vergessen. Also so ungefähr. Es scheint auf dieser LP eigentlich sehr viel geklappt zu haben. Hoffen wir es, danke.